Hallo Freunde! Heute machen wir mal die Buscrips von unserem schönen Tourbus. Ja, da können wir euch mal ein Bild machen, wie schön wir es hier haben auf der Tour, wie schön wir hier hausen. So, pass mal auf, wir fangen mal außen an. Das Ding ist erstmal riesenlang, riesengroß. Ein unglaublich langes Geschoss. Es hat noch nie einen so langen Bus gegeben in Deutschland wie diesen. Jetzt wird's interessant. Jetzt gibt's einen streng geheimen Code. Da muss ich mich 2 Minuten kurz konzentrieren, weil ich den immer wieder vergesse. Wir sind drin! Jetzt geht's los! Hier ist unsere wunderschöne Küche. Kennst du diese wunderschöne Küche? Wir haben hier alles. Wir haben hier einfach alles. Aber auch verdammt viel Scheiße. Guck dir das an. Wasser. Ich weiß zum Beispiel nicht, welcher Idiot immer Wasser mit hier reinschleppt. Aber das geht schon mal gar nicht. Wasser geht nicht im Tourbus. Das sind mal wichtige Sachen, die man wirklich auf einer Tour braucht. Leere Kisten, da könnte ich was an mich kriegen. Ingos Coca-Cola Light, da könnte ich ihn auch für watschen. Ne? Das ist ein Backliner, der säuft nicht, der ernährt sich nicht gesund, der ist nur am Nutella fressen. Komm, wir haben sogar einen Sandwich-Toaster. Den hat noch nie jemand benutzt, aber er ist da. Und es fühlt sich verdammt gut an zu wissen, dass er da ist. Wenn man nachts Hunger hat, kann man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Könnte sagen, ach, hätte ich jetzt ein Sandwich. Eiswürfel ist auch ganz wichtig. Haben wir hier eine Eiswürfelmaschine. Gestern war das Ding noch voll. Jetzt kriege ich doch schon wieder hier einen Anfall. Guck mal, wir haben ein Hähnchen in der Mikrowelle gelassen. Hat auch nichts drin. Komm, machen wir mal frischen Gemüsebrühe machen wir heute. Den muss man immer abschrauben, sonst funktioniert das nicht. So. Das ist typisch Stefan. Der pennt egal wo. Das ist... Oh. Das tut man besser nicht. Komm, brennt auch alles hier. Und jetzt geht ab. Also der Stefan, der pennt in jeder Sekunde, wo es auch nur möglich ist. Also wenn der einen Schluck Alkohol kriegt, ist er direkt wieder da. Das ist köstlich! Das ist furchtbar. Ich weiß, Firefox! Das ist das. Oh, das ist ja sogar mit unserem Branding, sehe ich gerade. Ist ja unglaublich. Hier haben wir eine wunderbare Sache. Ein Spiel. Ach, herrlich. Probier mal, Freund der Sonne. Nimm mal in die Hand. Oh Gott, ich habe scheiß Angst. Na? Ja, nicht loslassen hier. Du bist ein Arschloch. So, wir haben hier einen wunderbaren HiFi-Gerät, was ich bis heute nicht verstanden habe, wie dieses Gerät angeht. Es ist immer aus. PlayStation, die funktioniert, aber ich habe keinen Bildschirm. Doch, ich habe doch einen Bildschirm. Da habe ich einen Bildschirm. Aber wie Sie sehen, no Signal. Ich würde sagen, wir gehen mal eine Etage höher. Wollen wir einen Aufzug nehmen oder wollen wir die Treppe nehmen? Hier ist unsere Toilette. Übrigens. Achtung. Oh, was ist hier los? Ja, das ist Aftershow. Jetzt so sieht eine Aftershow-Party bei uns aus. Wollen wir nicht weiter stören, weil Aftershow-Party ist wichtig. Das schweißt zusammen. Das ist viel Spaß, Freunde. Hört ihr schon? Die Paddyheads sind wieder am Proben. Pass auf. Komm mit. Hier ist unser großer Tresor für die ganze Kohle, die wir einnehmen hier auf der Tour. Das ist ja unglaublich viel Geld. Irgendwen weg mal, jetzt ist mir scheißegal, wer es ist. Irgendwen weg mal. Was ist das denn? Das habt ihr noch nicht gesehen. Hast du eine dieser neumodischen Brillen, wo so ein Reality-TV, der ist die ganze Tour nur am Schleudern. Das ist unser Busfahrer. Alter Schwein. Ist er nicht süß? Wenn du schläfst, kannst du mal dran ziehen, du Arschloch. Ich bin jetzt schon klitschnass, ich schwitze von dem Weg von da hinten bis... Das ist ja mindestens 320 Meter haben wir jetzt schon zurückgelegt. Oh, hier ist meine. Das ist der Fisch, unser Mercher. Der geht immer mit Klamotten pennen. Das ist ein Ossi halt. Ne? Der spart, wo es nur geht, sich so Klamotten ausziehen. Die sind immer noch im Spiel. Sollen wir noch mal reingucken? Die sind so schön nacksch. Oh, gucken, ob die Gemüsebrühe fertig ist. Ist auf jeden Fall... Ja, so riecht gut.
Schade, dass jetzt keine Kameras. Aber das ist bestimmt der Adrian. Da hinten ist er schon wieder. Guck dir an. So, ich glaube, wir haben genug gesehen von unserem schönen Bus, ne? Raus jetzt hier mit dir. Guck mal, der sagt wieder raus, dann krieg ich den Kerl in den Weg.